Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Im Alten Bund gab es nie die direkte Anrede zu Gott als Vater. Es gab dort auch keine direkte Beziehung zu Gott, dem Vater, als Gotteskind. Zwar betitelte Gott das Volk Israel als Gotteskinder und sich selber als ein Vater oder eine Mutter, damit wurden aber nur Verhaltensweisen angesprochen, wie Fürsorge oder Dankbarkeit. Aber die wirkliche Beziehungsebene, von Gott geboren zu sein und ihn als Vater zu haben, gab es so wenig wie die Gewissheit des ewigen Lebens. Jesus lehrt mit den Inhalten dieses Gebetes eine Vater-Kindschaft-Beziehung, die wir von Natur aus nicht haben. Diese Kindschaft ist erst nach der Errettung durch das Kreuz Christi und durch die Geburt des Menschen aus Gott möglich. Geheiligt werde dein Name. Kinder werden von ihren Eltern in einem Kindercamp geschickt und der Vater gibt ihnen eine Aufmerksamkeit mit auf den Weg. Was tragt ihr immer bei euch? Den Namen des Vaters, also unseren Familiennamen. So heiligt man den Vater im Himmel, indem man seinen eigenen Namen vom Vater empfangen hat. Amen. Vater.